bis zum geht nicht mehr. Aber ich habe noch 12 Minuten, um zum Laden zu kommen. Das ist echt schmerzhaft. Oh yes, Freunde, wir sind zurück. Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Brick Story Vlog. Wir werden jetzt hier so ein bisschen, eigentlich ist diese Folge was ganz, ganz Besonderes. Denn wir haben heute vor, ein bisschen eine Eisenbahn zu bauen. Ihr seht ja schon den ersten Anfang von einer Eisenbahn. Ich will jetzt hier nicht so eine lahme Zugstrecke aufbauen. Ich habe auch schon, ich habe ein paar Schienen gekauft. Und damit werden wir jetzt eine Eisenbahn hier durch das komplette Zimmer aufbauen. Das wird größer, als es jetzt aussieht. Ich möchte auch noch hier über die Terrasse und ich möchte dann auch noch in den Flur hinten gehen und dann da wieder auf die Terrasse. Ihr werdet es alle sehen. Ich hoffe, dass ich dafür genug Schienen habe. Was ihr hier seht und was ihr da seht, das sind Schienen im Wert von 200 Euro. In so einer Packung Schienen, ich hole mal hier eine, ist absolut nichts drin. Also, das hört sich jetzt zwar viel an, aber die Schienen sind auch nicht mal einzeln eingepackt. Die sind da einfach nur in diesem Karton drin. Das ist echt krass. Also, das ist echt wahnsinnig teuer. Ich weiß nicht, wie man billig an solche Schienen kommt. Ich habe einen Kumpel, der leitet mir jetzt noch welche aus. Das werdet ihr alles dann im Laufe des Videos sehen. Einmal soll hier halt die Weiche nach draußen kommen und da hinten dann durch die ganzen Regalbretter da hinten durch, noch unter dem Tisch lang, soll dann hier auch noch eine Schiene lang gehen. Und halt draußen auf dem Balkon auch noch. Ihr werdet es alles sehen. Ich hoffe, es wird ein spannendes Video. Und damit würde ich sagen, los geht's. So, und jetzt habe ich noch was Spannendes vor. Hier durch soll ein Zug fahren. Also es quasi so aussieht, als ob man dagegen fährt. Und dann fährt man doch nicht. Ihr werdet es gleich sehen. Aber dafür muss ich jetzt hier ein Loch in den Karton reinschneiden. Dafür nehme ich die Schienen und mache die, guck die Größe an. Das wird schmerzhaft, in einen Lego-Karton reinzuschneiden. Das ist echt schmerzhaft. Freunde, schaut euch das mal an. Die Fliegen machen hier eine Hausparty bei mir. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Okay, Freunde, das Review zum 910277 Krokodil ist jetzt online. Ich glaube, es ist das aufwendigste Review, was ich jemals auf diesem Kanal veröffentlicht habe. Ich habe probiert, das Ganze neutral zu machen, damit es für jeden verständlich ist. Bin gespannt auf eure Meinung. Jetzt ist es online. Oh, Freunde, jetzt habe ich mir echt wehgetan hier. Ich habe den Nagel umgebrochen, als ich da die Eisenbahn gebaut habe. Wow, Mann ey, das sollen die echt auf ihre Kartons mal draufschreiben, dass man sich da fast töten kann. So, und die Strecke steht jetzt soweit. Noch nicht draußen. Draußen müssen wir gleich noch bauen. Aber die geht hier einmal komplett rum und dann da hinten sogar hier hochgestellt. Geht dann über eine Kurve hier wieder zurück. Das Krokodil hat das alles nicht geschafft. Aber wir werden jetzt mal probieren, ob der Cityzug das hier dann tatsächlich schafft. Ich mach mal los. Machen wir mal Stufe 2. Mal schauen, was er hier drauf hat. Jetzt schon Stufe 3 da hinten. Ich werde auch noch so ein First-Person-Ride quasi hochladen, wo ihr dann mit der Kamera vorne drin fahrt. Das wird auch ganz lustig. Und wow! Der ist überall durchgekommen. Ich glaub's nicht. Also da bin ich von dem Krokodil schon ein bisschen enttäuscht. Also ich meine, das Krokodil ist ja dafür gebaut eigentlich, um sowas zu schaffen. Na gut, nicht in Lego, aber naja. Jedenfalls werde ich jetzt hier probieren, das noch irgendwie nach draußen zu verlegen. Da habe ich jetzt schon ein paar so Stützen gebaut und dann geht das hier draußen noch weiter. Ihr werdet es alles sehen. So, Freunde, ihr seht, wir sind draußen angekommen. Hier führt jetzt das Ende des Bahngleises lang. Dann geht es hier um die Kurve. Ich hoffe, dass es da irgendwie hochgeht. Dann geht es hier wieder um die Kurve. Und dann geht es in den SpongeBob-Berg des Todes hinein. Ja, dann haben wir hier noch einmal den Zug. Der hat jetzt hier hinten den Kamerawagen, wo dieses Handy, was ihr jetzt gerade, mit dem ihr jetzt gerade hier das seht, gleich reingeschraubt wird. Ich wollte jetzt meine Kamera da nicht draufstellen. Die ist viel zu groß und die kann man auch nicht festmachen. Deshalb müssen wir es jetzt hier mit dem Handy gehen. Dann haben wir hier den Zug, der das Ganze zieht. Dann haben wir die Weiche. Dann geht das hier hinten alles noch durch. Ihr werdet es dann alles im Video sehen. Das wird dann halt auch noch kommen. Und dann seht ihr hier den Mandalorianer-Tunnel der Geschwindigkeit, der hier einmal komplett drüber zischt. Und ihr seht auch, ich komme erstmal nicht mehr mein Bett hoch. Dann ist hier alles voll. Hier ist alles voll. Da ist ein Haufen Kleidung, den ich eigentlich schon längst hätte waschen müssen. Ich bin hier immer noch mit den Socken unterwegs, die ein paar Löcher haben. Und Und der neue Lego-Katalog ist angekommen. Da werde ich jetzt noch ein Video drüber machen. Ich gucke jetzt mal kurz
Hier, da saß vorher die Nachbarin. Und ich habe die einfach nicht gesehen. Und ich habe hier Lego gebaut und habe mit mir selbst gesprochen. Das war echt peinlich. Ich habe es nicht bemerkt. Naja, jedenfalls, ihr werdet dann das ganze Video bald sehen. Und wir haben noch ein weiteres Problem. Könnt ihr euch noch an die Superstudentenwaffe erinnern? Tja, die ist jetzt kaputt. Ich habe einen Socken eingesaugt. Ich glaube, man kann es nicht sehen, aber der Socken klemmt hier oben. Und man kriegt den da absolut nicht raus. Der ist total verknotet. Und der Socken, jetzt kann ich den Staubsauger einfach nicht mehr benutzen. Es ist einerseits lustig, ist aber auch echt traurig, weil ich hier echt mal wieder saugen müsste, wie ihr sehen könnt. So, wir sind mal wieder on the road. Ich weiß nicht, ob man irgendwas hören kann. Es ist wahnsinnig windig. Aber ich muss jetzt ganz dringend Jedi Fallen Order holen. Ihr habt Bock da drauf. Ich habe mir den Trailer zu dem Spiel angesehen. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Kein Spaß, es hat gerade angefangen zu regnen. Es sieht so aus, als ob die Welt untergehen würde. Ich bin klatschnass. Es so geht nicht mehr. Aber ich habe noch 12 Minuten, um zum Laden zu kommen. Das ist pünktlich wie eh und je. Also ich bin geringfügig nass. Ich hätte, glaube ich, auch schwimmen können. Wäre aufs Gleiche hinausgekommen. Nein, ich bin natürlich nicht gerade 5 Kilometer durch den Regen gefahren, um morgen ein Jedi Fallen Order Let's Play hochzuladen. Nein, auf gar keinen Fall. Wer würde das denn tun? Wenn man mal keinen Eimer zur Hand hat, macht man es einfach so. So, das Video ist gedreht. Hier ist immer noch alles so unordentlich. Ich muss jetzt hier aufräumen. Ich habe immer noch nicht gekocht, eingekauft oder sonst irgendwas. Es wird wohl heute auch nichts mehr. Naja, ich glaube, das Video wird aber der Hammer. So, heute geht es zum ersten Mal wieder arbeiten in der Firma mit Maske. Und danach gehen wir vielleicht noch an einen besonderen Ort. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, welchen. So, Arbeit erfolgreich beendet. Und jetzt geht's endlich in den Lego Store. Ich sag's euch, mit einer Lego Maske bei einer Arbeit zu sein, ist echt der Oberknaller. Ihr seid beliebt wie sonst was. Also wirklich, ihr guckt jeder an. Das ist, ja, also wenn ihr das mögt, dann holt euch eine Lego Maske. Oh yes, Freunde, wir sind zurück im Lego Store. Mal schauen, was es heute so gibt. Wenn es überhaupt noch was gibt. Ich glaube, die Lok gibt es bestimmt nicht mehr. Aber die habe ich ja schon. Zurück. So, jetzt sind wir wie die Sieger auf dem Rückweg. Und ich habe ein bisschen was gekauft. Ihr werdet es dann irgendwann sehen. Ja. Das Ding ist, also worüber ich hier noch reden wollte, das Einkaufserlebnis war gar nicht so schlecht. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, jetzt wo alles halt desinfiziert werden muss und sowas. Ich habe auch schon Videos gesehen aus den USA. Das ist, glaube ich, sogar gewesen, dass man teilweise sich die Sachen von Lego-Mitarbeitern geben lassen musste. Also man durfte nicht mal selber an die Regale. Das ging jetzt hier in Deutschland schon. Finde ich spannend, warum die das hier nicht machen. Aber scheinbar scheint es da nicht so viel zu bringen. Oder hier sind andere Gesetze. Ich weiß es jedenfalls nicht. Aber Mitarbeiter waren super nett. Wie immer kann ich mich nicht beschweren. Und jetzt muss ich hier wieder... Aua. Ich muss halt jetzt echt mit der Lego-Tüte einkaufen gehen, weil ich das nicht einfach da draußen stehen lassen kann. So Mist. Oh Mann, das war echt das Peinlichste, was ich jemals gemacht habe. Ich habe mich gefragt, ob ich die Lego-Abteilung suche. So, jetzt ist es auch schon soweit. Alles wieder frei. Die ganzen Schienen sind hier alle drin. Ich habe die so im Zweierpack gelassen. Das fand ich ganz sinnvoll, weil dann kann man die halt schneller wieder aufbauen irgendwann. Da die Flex-Tracks, dann hier die Kurven. Ein Topfdeckel, warum nicht? Und hier draußen ist dann noch so ein bisschen was. Das muss jetzt noch eben weggemacht werden. Und ich habe hier sogar sauber gemacht. Beziehungsweise ich habe die Sachen, die da standen, von da nach da geräumt, weil ich hier das Foto gemacht habe. Aber immerhin, es ist jetzt wieder ordentlich. Und ich muss sagen, das sieht auch echt interessant aus hier. So, und einige von euch werden wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, dass es jetzt bei Instagram regelmäßiger Posts gibt als vorher. Liegt daran, dass mein Account jetzt von Bricks of Maze unterstützt wird, beziehungsweise Markus, der ist einer meiner Zuschauer und macht hier Posts über Minifiguren und bei mir hilft er mir, die Posts von den halt diesen Entwicklungen der Minifiguren und dann verschiedenen Sets zu machen. Finde ich sehr, sehr, sehr cool von ihm.
und bin ich sehr dankbar, dass er mir da hilft. Und folgt ihm auf jeden Fall auch. Er hat es definitiv verdient. Zum Beispiel hier könnt ihr sehen, hat ein Samurai mit 100 Armen gebaut. Finde ich eine geniale Idee. Also vielen Dank nochmal an dich, Markus, dass du mir bei dem Post hilfst. Ist echt eine sehr, sehr große Hilfe. Danke. So, und an der Stelle haben wir noch einen kleinen Bereich von diesem Vlog, der eigentlich gar nicht Vlog ist, sondern eher mehr Haul-Video. Aber ich muss mich an der Stelle entschuldigen. Und zwar bei den sehr kreativen Zuschauern, die mir diese Aufstellung hier an Minifiguren bzw. Brickstory Merch sogar zugeschickt haben. Das war in einem riesigen Paket. Ihr habt es vielleicht auch im letzten Haul-Video gesehen, beziehungsweise werdet es noch sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann was rauskommt. Ja, die haben 3 verschiedene Sets gebaut. Also wirklich mit Karton, mit Verpackung und so weiter. Und da war dann halt erstmal ein Brickstory Battle Pack mit 3 einheitlichen Figuren mit dabei, sowie dann ein Gegner Brickstory Pack mit 3 blauen Figuren. So werden hier einmal ein Stein-Samurai und dann hier, Stein-Brickstory, Verzeihung, sowie dann hier einmal Brickstory Meister Wu. Super kreativ. Problem ist, ich habe es nur vollkommen verhauen in dem Vlog, in dem Haul-Video das richtig zu filmen, weil also meine Kamera läuft 20 Minuten und genau zu dem Zeitpunkt sind dann die 20 Minuten erreicht gewesen. Ich glaube, ich habe noch den Anfang drauf, aber der Rest ist dann vollkommen weg, wie ich das ausgepackt habe. Das tut mir leid und bei so einer kreativen Sache tut es mir noch 10-mal mehr leid. Es ist, ja, es tut mir leid, dass es ein bisschen schief gegangen ist, deshalb zeige ich es jetzt extra hier nochmal im Vlog. Hier zum Beispiel diese Waffen, die roten Waffen von Brickstory, also das sind eigentlich die 4 Waffen von Ninjago. Hier sind jetzt die roten Waffen von Brickstory, zum Beispiel so ein Lichtschwert, beziehungsweise wenn man es andersherum nimmt, ist es natürlich auch so eine Art Gehstock. Dann haben wir hier das Set, was dazu gehört. Dann haben wir hier Brickstory Merchandise, ich verkaufe jetzt auch Cola. So wie dann hier ein Bricks, ich glaube, das soll eine Brickstory Autogrammkarte sein und hier nochmal ein 200-Euro-Schein von Brickstory. Das war echt der Hammer, das auszupacken. Ich bin echt sehr, sehr traurig, dass ich das nicht geschafft habe, das vernünftig zu machen. Es tut mir leid, ich kann verstehen, wenn ihr jetzt sauer seid. Ich kriege aber nicht alles hin. Also, es tut mir leid, ich versuche alles so gut wie möglich zu schaffen, aber ich kriege es manchmal halt auch nicht hin. Aber dafür seid ihr jetzt nochmal hier im Vlog vertreten. So, und jetzt ist der nächste Tag. Gestern waren wir noch im Livestream bei Bob Brickman und währenddessen habe ich hier traurigerweise das Schiff, die Brickbuilds Bounty auseinandergenommen. Liegt einfach daran, dass jetzt mehr Platz im Regal ist und ich glaube, das Schiffsthema für 2020 ist jetzt erstmal durch, deshalb brauche ich das auch nicht mehr für einen Vergleich oder so. Und ja, viele Grüße noch natürlich an Bob Brickman, an SpaceBricks und Blockstar, die alle im Livestream noch mit dabei waren. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, ich würde sagen, damit war es auch für diesen Vlog erstmal soweit. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie ihr das fandet, wie ihr es auch nicht fandet. Ja, genießt einfach eure Zeit auf dieser Erde und bis dahin. Ciao.